und damit herzlich willkommen zu Adventskalender-Türchen Numero 17. Mensch, in einer Woche ist Weihnachten. Herzlich willkommen bei Die Zentrale, dem Adventskalender, der in diesem Jahr das Hörspiel Der fünfte Advent aus der Serie Die drei Fragezeichen bespricht. Für alle, die jetzt vielleicht erst einschalten sollten. Und ich begrüße heute mir gegenüber Oliver Hecke. Hallo. Und rechts von mir Benjamin Kaspar. Was ist denn da los? Der ist gar nicht da. Hä? Hallo? Haben wir ihm vergessen, Bescheid zu sagen? Aber das Mikro hängt da doch schon. Also das ist doch alles, der Stuhl steht bereit, das Mikro. Das Lustige ist, haben wir ihm vergessen, Bescheid zu sagen. Wir nehmen jeden Tag ein Türchen auf. Ja. Wie kann man das dann vergessen? Jeden Tag um 16 Uhr treffen wir uns hier und nehmen ein Adventskalender-Türchen auf. Das Lustige ist, uns ist jetzt auch gar nicht aufgefallen, dass er gar nicht da ist. Die ganze Zeit, wir haben ja schon gequatscht ein bisschen, ja. Und keine Ahnung was. Ich habe Benjamin gar nicht vermisst, gerade so bei dem Vorgeplänkel. Nee, vielleicht hast du auch gemerkt, wie entspannt es gerade zwischen uns war und wir haben gute Laune. Wir haben uns umarmt auch schon heute. Ja, wir haben schon gute Gespräche heute geführt, ja. Also ich muss sagen, wirklich, das läuft heute zwischen uns. Ja, großartig. Ja. Ist es Benjamin, der immer die Stimmung vergiftet? Ich traue mich ja immer nicht, das zu sagen, aber ich muss schon wirklich leider zugeben, dass Benjamin schon so ein sehr toxischer Mensch ist. Warte mal, ich habe eine Nachricht. Ja, guck mal. Ah, er hat geschrieben, hallo, mir geht's leider nicht besser, meine Stimme ist weg. Tut mir leid, ich kann heute nicht. Die Mistsau, weißt du, die hat mich nämlich schön angesteckt. Weil ich hatte auch jetzt laufende Nase und so. Also mir ging's auch nicht gut. Der hat irgendwie mich schön mir seinen Schnuppen angesteckt. Ah, gestern und vorgestern klang er wirklich ein bisschen kränklich. Na gut. Ja, aber ganz ehrlich, was ist wichtiger als das hier? Nichts, also auch nicht die eigene Gesundheit. Ja. Nur das hier ist wichtig. Podcast über alles. Richtig. Haben wir alle tätowiert auf unseren Ellenbogen. Ja. Deswegen, jetzt, wirklich, zuerst kommt dieses Projekt hier, aber du weißt ja, Strafe, ne? Für jeden nicht teilgenommenen Tag am Adventskalender, Schürhaken ins Auge. Du musst den doch wieder aus dem Schrank holen. Du musst ihn leider wieder aus dem Schrank holen, ja. Tja, Benjamin. Ob es dir dann besser geht damit oder mit einfach hier mit ein bisschen Anstrengung diesen Tag, wird sich dann zeigen, ne? Ja, aber das Schöne ist, er wird ja irgendwann wieder hier auftauchen, ganz gewiss. Na, ich hoffe, er ist morgen wieder da. Er hat erstmal nur geschrieben für heute. Oh, was machen wir denn, wenn er morgen nicht da ist? Dann wird es genauso schön wie heute. Hast du vielleicht noch irgendjemanden, deinen Bekannten oder Freundeskreis, der vielleicht auch so ein bisschen wie Benjamin gestrickt ist? Also ich will jetzt nichts Falsches, aber vielleicht so ein bisschen mindere Intelligenz oder so, der vielleicht gut seinen Platz hier füllen kann? In der Gegend, in der wir hier wohnen, da ist ja so hinten an dem Haupt-S-Bahnhof, da ist ja so eine Brücke. Da wohnen ja ganz viele. Was ist denn der Haupt-S-Bahnhof? Ich wollte ihn jetzt nicht erwähnen, in welcher Nähe des S-Bahnhofs. Das ist vernünftig. Genau, also der Haupt-S-Bahnhof, ja, der hier bei dir in der Nähe ist, da wohnen ja ganz viele unter dieser Brücke. Ja, da wohnen welche. Ich glaube, wenn wir da jemanden ein Bier anbieten, ja, für ein Bier kommst du, wir müssen hier hast du ein bisschen Text, den musst du eigentlich nur ablesen. Und uns darfst du uns hin und wieder ein bisschen beleidigen. Findet er schon toll, das macht er bestimmt. Ich glaube auch, dass es relativ leicht wäre, jemanden hierher zu kriegen bei diesen verlockenden Angeboten. Na, vor allem leicht wäre, Benjamin zu ersetzen auch. Das auch sowieso. Ja. Die Frage ist nur, ob man denjenigen dann wieder auch los wird. Oder ob wir ihn auch loswerden wollen oder Benjamin nicht dauerhaft auch durch ihn. Auch das, genau. Weil wir sind ja alle auch Gesellschafter, ne? Mhm. Mit unserer Firma, die wir für diesen Podcast gegründet haben. Und ja, dann theoretisch sagen wir mal, wir finden da jemanden, der einfach einen besseren Job macht als Benjamin, den dann irgendwie rauszukriegen. Ja. Naja, aber es ist, gucken wir mal. Also wenn er morgen nicht da ist, dann. Wie wäre das eigentlich? Also wir finden den jetzt, ja, morgen, angenommen, der macht morgen einen super Job. Und wenn Benjamin das nächste Mal ist, tun wir beide einfach so, als wenn wir ihn gar nicht kennen. Genau. Verlassen Sie bitte meine Wohnung, kannst du sagen, oder ich hole die Polizei. Ja. Das ist ja doch großartig. Dann erstmal gucken, ob er überhaupt einen findet, so wie Benjamin. Genau. Also mal schauen. Aber was machen wir denn heute, Thomas? Ja, Türchen 17. Genau. Wahnsinn. Wahnsinnig spannend. Was machen wir denn heute? Und wahnsinnig spannend endete auch das gestrige wahnsinnig, Türchen. Wahnsinnig, ja. Ne? Ja. Denn es war das Türchen, wo in der Karriere der drei Fragezeichen nichts passiert ist. Nichts, aber bei uns ist eine ganze Menge passiert. Denn gestern hatte unser Türchen mal wieder ein bisschen Überlänge. Denn wir hatten ja gestern ein kleines Quiz. Stimmt, ja, richtig. Das war ja gestern, weil das Türchen ja nicht so viel Ärger gab, haben wir es damit ein bisschen. Ja, Benjamin hat leider nicht 20 Euro gewonnen, das tut mir aber leid. ja, und 17. Dezember, heute ist wieder ein bisschen mehr los, denn die drei Fragezeichen treffen sich jetzt mit ihrer Klientin Lydia Carter, Kendall Carter. Wie komme ich auf Carter? Keine Ahnung, Lydia Carter. Ich habe an Lydia Cartier gedacht aus Poltergeist. Ah, okay.
Mit Lydia Candle treffen sie sich in einem japanischen Restaurant, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm, richtig, in einem Sushi-Restaurant, um genau zu sein. Der Golden Sushi Tempel. Ja, und ist an diesem 17. Dezember sehr gut besucht, dieses Restaurant. Ja. Ja. Justus hat aber in einer ruhigen Ecke reserviert. Genau, und die alte Dame, also die neigt ja wirklich dazu, die Detektive in Erstaunen und in Überraschung zu versetzen. Nicht nur, dass sie eine begnadete Eiskunstläuferin ist. Nein, sie hat sich jetzt auch extra auf diesen Restaurantbesuch auf japanische Weise in Schale geworfen. Aber volles Rohr, sogar mit schwarzer Perücke. Richtig, weiß gepudertes Gesicht, ein weinroter Kimono. Ne? Ja, ja. Also also man merkt auch, sie möchte ja auch so ein bisschen die Detektive begeistern. Ne? Also ich denke mal, wenn diese drei jungen Herren da so um diese Frau herum stolzieren und auf sie aufpassen, für sie ermitteln, das ist schon so für sie, ich glaube schon, dass sie das mag. Ja, glaube ich auch. Und natürlich hat sie das auch gemacht, um ein bisschen die Polizisten, die ja jetzt seit Tag und Nacht ihr Haus überwachen, nach dem Motto, vielleicht taucht der Edward bei ihr auf, um die so ein bisschen zu foppen, ne? Ja, die denken jetzt nämlich, die hat eine totale Schraube locker. Und es hat ja immer ein bisschen Vorteil, ist ja immer ein bisschen von Vorteil, wenn man unterschätzt wird von seinen Gegnern und Widersachern. Mhm. Und daher ist sie doch ganz schön pfiffig drauf. Also ganz schön, wie sagt man bei älteren Damen immer, wenn die gut drauf sind, eine Resolut? Keine Ahnung, Resolut? Resolut, glaube ich, ja. Okay, eine resolute alte Dame. Genau. Ja. Und auch jetzt im Restaurant wird sie beschattet. Justus bemerkt eine Polizistin, die schon auf der Eisbahn aufgefallen ist. Eine Beamtin in Zivil. Mhm. Die lungert irgendwie vorne am Tresen rum und lässt die alte Dame nicht aus den Augen. Genau. Wie du schon sagst, Justus hat die an der Eisbahn schon gesehen, da war er sich aber noch nicht ganz sicher. Ja, jetzt ist er sich aber, jetzt lässt es keinen Zweifel zu. Dann kommt der Kellner, bla 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 bla. Und dann, wir erinnern uns, Patricia Henderson hat ja den Detektiven ein Kuvert überreicht, das sie ja der alten Dame ursprünglich auf der Eisfläche heimlich zustecken wollte, indem sie mit 180.000 Gamma... Zum Glück ist sie keine Autofahrerin. Wie hätte es dann gemacht? Jemand genau. Überfahren und in den Zettel aufs Fenster geschmissen. Genau. Dieses Kuvert, was sie halt nicht geklappt hat, ihr auf der Eisbahn heimlich zuzustecken, haben ja jetzt die drei Detektive. Und dann wird es auch noch so heimlich beim Tisch rübergeschoben, so pscht, pscht, ja, darf keiner merken, die Polizistin beobachtet uns. Und jetzt ist sie auch, also Miss Kendall, ein bisschen verärgert und sagt so, wenn sie glaubt, sich jetzt entschuldigen zu können, dann hat sie sich aber geschnitten. Ja, also die ist ja wirklich sehr, sehr nachtragend. Mhm. Ne? Und möchte, na gut, also... Ich wollte dich nur triggern. Ich wusste sehr gut, da brauche ich nichts zu sagen, alles klar. Ne, das wird vielleicht noch mal im weiteren Verlauf der Folge wichtig, aber dieses Motiv wird uns jetzt weiterhin begleiten. Also, aber was ist denn so schlimm daran, wenn sie bei ihr klingelt und sagt, hö, er ist tot? Ja, eigentlich gar nichts. Also alles in Ordnung, alles pass auf, cool. Pass auf, kennst du noch, es gab mal so ein Wochenshow-Sketch. Wochenshow kennst du noch, ne? Damals kenn ich noch, habe ich nie gemocht. Es gab immer so die, in meiner Klasse gab es immer die RTL Samstag-Nacht-Fraktion und die Wochenshow-Fraktion. Ich war in der RTL Samstag-Nacht-Fraktion. Mir so, ja, ich ja auch. Ich habe ja auch RTL Samstag-Nacht gerne geguckt. Mirko Nonchev ist ja leider jetzt gestorben. Ja. Ja, finde ich sehr traurig. Auch wirklich sehr traurig. Sehr überraschend. Sehr junger Mann. Ich war nicht ganz humortechnisch auf seiner Wellenlänge. Ja, war überhaupt nicht mein Stil. Aber irgendwie ist er definitiv, also eine Showgröße hat mich in meiner Kindheit doch irgendwo begleitet. Und ist wirklich überraschend und viel zu jung verstorben. Na, das Problem daran ist, an diesem Humor, also, ich habe ja auch noch mal vor 10 oder 15 Jahren, glaube ich, wo die ersten Samstagnacht-DVDs rauskamen und das dann irgendwann alles bei YouTube war, habe ich mir auch noch mal so ein paar alte Sachen geguckt. Ich habe wirklich, RTL Samstagnacht habe ich früher geliebt. Mhm. Aber wie alt waren wir denn da, als das rauskam? Da waren wir so 14, 15. 97 wurde es ja schon eingestellt, genau, also nach abgesetzt. 98, glaube ich. Also von 93 bis 98 lief das. Ja. Und das war zum Schluss auch nicht mehr so toll. Das war dann fast so wie die letzten Staffeln von Bundy. Egal, wer reinkam, so 5 Minuten, ja. So war das auch bei Samstagnacht. Aber ich sag mal so, damals hat das schon meinen Humornerv getroffen, in dem Alter. Nur wenn du das heute guckst, es ist extrem schlecht gealtert. Also du merkst diesen 90s-Humor extrem und der ist halt nicht mehr gut, der ist nicht mehr zeitgemäß. Bei mir ist es mehr so, da überwiegt immer noch die nostalgische Freude und die Kindheitserinnerung, was das angeht. Also ich sehe auf YouTube zum Beispiel immer noch sehr gerne alte Ausschnitte von RTL Samstagnacht. Ja, aber auch nicht alles. Also, von nix sehe ich alles gerne, aber ja, und das meiste schon noch okay. Nonchef war ja immer diese überdrehte
Genau, ja. Das mag ich überhaupt nicht. Ja, ja. Das ist nicht mein Ding, sag ich mal. Das ist so dieser Cartoon-Humor. Ja, ne? Ja, das ist so, vor allem alles so mit Geräuschen untermalen, egal was er sagt, das ist so. Es ist wie der aus Police Academy, der Schwarze. Ja, auch, fand ich nie lustig, den Typen. Den haben alle gefeiert in meiner Klasse. Ich dachte so, nee, eigentlich ist mir der Unlustigste. Und hier die Schnittstelle. Ja. In der ersten Staffel LOL auf Amazon, wo er Mirko Nonchef da war. Mhm. Da war auch der Typ aus Police Academy da. Der war in der zweiten Staffel. Da haben sie den als Gastkomiker irgendwie wieder auf die Bühne gezerrt. Und der hat dann irgendwann im Kühlschrank gesessen, haben den Kühlschrank aufgemacht und dann saß er drin und hat gemacht, ja. Wo du auch denkst so, wie tief muss man denn fallen? Um in einen Kühlschrank zu steigen, für eine Deutsche, ist jetzt nicht so eine super Ja, die erste Produktion. Staffel fand ich okay, die zweite habe ich nur die ersten beiden Folgen gesehen. Und das Traurige ist ja, dass der Mirko Nonchef jetzt nochmal in der dritten Staffel zu sehen sein wird. Die ist noch gar nicht ausgestrahlt. Das ist krass, ne? Das ist so ein bisschen, wie werden die damit wohl umgehen? Wie werden die das machen? Die werden das so schneiden, glaube ich, dass sie, ich könnte mir vorstellen, dass sie nochmal Interviews extra dafür aufnehmen, die sie ans Ende schneiden und dass sie ihm die Staffel widmen. Bin genau, ich glaube, am Ende jeder Folge finde ich immer traurig, dass man erst sterben muss, dass man so, dass alle reden jetzt natürlich super Sachen über ihn, er war der Lustigste und keine Ahnung, traurig, dass man dafür mal sterben muss. Aber wie bin ich jetzt drauf gekommen? Achso, pass auf, Wochenshow. Ja, ach Gott. Die Wochenshow, Olli. Ich hab gehofft, ich kann dich davon abbringen. Habe ich auch nur die ersten Staffeln gern gut gefunden. Irgendwann war ja dann, der Marco Riemer war weg, dann kam stattdessen. Den fand ich auch nie lustig. Kam, wie heißt der denn? Fremdschämen. Hier, wie heißt denn der Dicke hier? Markus Maria Profittlich und so. Ja. Bei der Wochenshow, es ist auch so ein Ding, es ist ein Kind seiner Zeit, aber da gab es einen guten Sketch damals. Okay. Pass auf, du siehst so einen Postboten an der Tür und er bringt noch persönlich die Briefe, die Tür geht auf, da steht da die Frau, ah, der Postbote, wie schön, haben Sie schon Briefe für mich? Ich habe nämlich heute Geburtstag. Und dann sagt sie, ah, oh, wenn ich Geburtstag habe, würden Sie mir bitte die Briefe vorlesen und dazu singen? Und er so, ja, na klar, kein Problem. Und dann macht er so den Brief auf und so, verzieht das Gesicht. Nee, das kann ich nicht. Oh, bitte, ich habe Geburtstag. Nee, das geht wirklich nicht. Und dann gibt sie ihm Geld. Ja. Okay. Und er dann, ja, okay, alles klar. Ihre Mutter ist tot. Schubab, schubabba. Ja, deswegen war ich halt ein RTL Samstagnacht-Kind, weißt du? Das Schlimme ist, sie fängt an zu weinen und die macht so okay. Spaß. Okay. Genau. Ja. Wie komme ich jetzt darauf mit dem Umschlag, genau? Na, natürlich, ja, weil es hier um einen Umschlag geht. Und jetzt der Gag, Patricia Henderson damals. Mhm. Guck mal, wenn die bei der alten Dame, bei der Frau Kendall geklingelt hätte und gemacht hätte, ihr Neffe, ihr Enkel ist tot, schubab, schubab, bab, von einem Haifisch gefressen, la 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 la. Darum war ich ein RTL Samstagnacht-Kind. Aber meinst du, dann wäre die vielleicht nicht so böse, die Kendall, dass sie sagen würde, ja, sie hat mir damals diese geschmacklose Nachricht gebracht, aber der Tanz war schon gut. Ich würde das gerne unkommentiert lassen, ist das okay? Kannst gut, ich frag nehmen? Mal Bami, wie findest du's? Ja, das ist meiner Meinung, wie immer. Achso, du meinst Schweigen heißt ja. Ja, genau. Schweigen heißt also euer Recht, findest du das? Ja. Nein, egal. Gut, kommen wir mal langsam zum Türchen hier. Das dauert schon wieder zu lange für ein Türchen. Ja, ich fand so langweilig alles, was du gerade gesprochen hast. Auf jeden Fall, Miss Kendall hat jetzt den Brief vor sich, liest ihn so. Hier, aber was Gutes. Lest selbst. Jetzt kommt das Stilmittel. Richtig. Was wir auch schon in Versunkene Dorf hatten und sehr gut fanden, dass Patricia Henderson diesen Brief selbst liest. Also man hört so, wie sie ihn so, liest. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Genau, ich lese mal den Brief vor. Na klar. Sehr geehrte Mrs. Kendall, ich weiß, dass Sie mich nie vergessen haben und glaube, dass ich Ihnen nach all den Jahren eine Erklärung dafür schulde, weshalb ich damals die grausame Lüge über Edwards Tod erzählen musste. Wenn Sie die Wahrheit erfahren möchten, kommen Sie am 19. Dezember nachmittags um 4 Uhr zum Santa Monica Pier. Entschuldigung. Und lösen Sie dort ein Ticket für das Riesenrad, aus dem ich Sie dann stoßen kann. Ich zähle auf Ihr Erscheinen. Hochachtungsvoll, Patricia Henderson. PS. In Ihrem und Edwards Interesse wäre es nicht ratsam, die Polizei hinzuzuziehen. Du weißt. Thomas, ich muss ganz kurz das mal sagen. Also, ich habe diesen schlechten Witz mit dem aus Dings stoßen, habe ich nicht überhört. Aber ich muss sagen, du kriegst relativ passabel eine Frauenstimme hin. Das ist total nett. Also zum Vorlesen und so, das ist. Ich habe mir gerade dreimal vorhin die Eier geboxt, also deswegen. okay, das muss ich auch mal versuchen. Aber bitte bei dir, ja. Also, ich box dir dreimal in die Eier, komisch, ich habe immer noch keine bessere Frauenstimme. Sehr gut. Das ist ein guter Gag. Ja. Unvorstellbar, dass diese Janina Richter, dass die mal die Niki bei DuckTales war. Ich habe meine liebsten Spielzeuge zu einer Party eingeladen. Willst du auch kommen? Entenhausen, das liegt derzeit in Neukölln. Denn in diesem Synchronstudio bekommen alle Walt Disney-Figuren Deutsch in den Schnabel gelegt.
Altbekannte wie Tick, Trick, Track und Dagobert Duck und neue Zeichentrickfiguren wie Niki, gesprochen von Janina Richter. Geht es nicht auf die Stimmbänder so mit der Zeit? Ja doch, das geht ganz bestimmt auf die Stimmbänder. Ganz besonders, wenn man dann abends eventuell noch Vorstellungen hat oder so, dann merkt man schon, wenn man 8 Stunden im Studio gestanden hat und dann abends auf der Bühne, da merkt man dann plötzlich, oh, gerade wenn man dann hier so endlich gesprochen hat, dass das dann doch manchmal ein bisschen kratzt. Miss Kendall kann es kaum erwarten, dieser Frau wieder gegenüberzustehen. Damit sie Patricia Henderson nicht umbringt, begleiten die drei Detektive sie natürlich. Dann wird gegessen. Circa eine Stunde später wollen sie sich auf den Weg machen, das Restaurant zu verlassen, als die Polizisten ihnen den Weg versperrt. Genau, die springt dann von ihrem Hocker runter. Ja. Und halt, keine Bewegung, stehen bleiben. Und jetzt kommt wieder so ein bisschen Geplänkel. Warum denn das? Und diese wirklich, ich weiß, ich lehne mich mal weit aus dem Fenster, weil ich immer so eindrucksvoll schildere, weil ich was schlecht finde. Aber diese furchtbare Sprecherin von der Polizistin. Kennt also, man die? Nee, müsste ich gucken, wie die heißt. Aber ich finde ich aber auch nicht. Aber ich glaube, die soll auch irgendwie unsympathisch wirken. Und ich glaube, das Mission Complete, sage ich mal dazu. Ja, das ist schon gewollt natürlich. Mhm. Ich glaube nicht, dass die, aber ich finde jetzt die Leistung nicht so geil. Also so, es wirkt mir zu gestellt und zu sehr denkt böse. Denkt man, dass so eine Leistung auch immer ein bisschen Regieleistung ist, ne? Ja, deswegen. Also am Ende ist immer Frau Körting schuld. Genau. Ja, auf jeden Fall sagt sie, Santa Monica PD, ich muss Sie auffordern, mir den Briefumschlag zu übergeben. Was, einen Umschlag? Miss Kendall tut ahnungslos. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Aber die taffe Polizistin lässt sich nicht täuschen. Ich muss selber gerade lachen, weil wir sie gerade so fertig gemacht haben. Jetzt nenne ich sie hier die taffe Polizistin. Ja. Und als sie damit droht, die alte Dame festzunehmen, gibt Justus schließlich nach und bittet Miss Kendall, ihr den Umschlag zu übergeben. Genau, und das dauert auch 30 Sekunden, bis sie diesen scheiß Umschlag wieder aus der Tasche gezogen hat. Und weg ist die Nachricht. Aber was ist daran jetzt eigentlich so schlimm, finde ich? Weil die wissen ja jetzt, wo sie sich mit ihr treffen und sie wird doch eh die ganze Zeit von der Polizei beschattet. Also kann man auch davon ausgehen, dass sie ihr dahin folgen. Na, was ich auch nicht verstehe, also sie nimmt ihr diesen Umschlag ab, sagt ja auch, dieser Junge hat ihnen gerade diesen Umschlag am Essentisch überreicht, der wird jetzt beschlagnahmt und nach eingehender Prüfung wird er ihnen wieder zurückgegeben. Ist ja richtig. Ist ja aber, ihr Eigentum trotzdem. Ja, aber kann sie das dann nicht jetzt einfach kurz vor Ort prüfen, den Inhalt? Muss man da wieder so ein... Ich bin mit diesen Geflogenheiten nicht vertraut. Na, natürlich. Sagen wir mal so, es muss ja offiziell gemacht werden. Es muss ja in ein Protokoll aufgenommen werden. Es ist ein Beweisstück, was offiziell aufgenommen... Sie kann ja einfach sagen, okay, haben sie zurück. Ja, aber das kann doch irgendwas sein. Ach so, du meintest, sie hätte jetzt prüfen können, ob es nicht irgendwie was Privates ist. Und wenn es natürlich ein Beweisstück wäre, dann hätte sie es mitnehmen können erstmal. Da hast du natürlich recht, aber die Polizistin war so aufgeregt und sich so sicher, dass es was sein muss, was mit dem Fall zu tun hat, dass sie selber daran wahrscheinlich dass gar nicht gedacht hat. Dass sie kein guter Charakter ist. Also, dass sie eine schlechte Polizistin ist, die so agiert. Auch komisch, dass sie alleine ist. Also, ich glaube doch, so eine Aktion sind doch immer mindestens mehrere, oder? Beschattung glaube ich nicht, weil Beschattung, es sei denn, also die alte Dame ist ja noch nicht gefährlich und diese drei Jungs da. Also das kriegt eine Polizistin schon alleine hin. Weißt du's? Nein, weiß ich nicht. Guck mal, allein schon wegen der Sicherung, es müsste doch mindestens noch ein Polizist vor Ort sein, der dann am Ende, sagen wir mal, diese Polizistin schlägt jetzt Frau Carter sag ich immer, Frau Kendall ins Gesicht. Ja. Und entreißt ihr den Umschlag. Mhm. So. Dann sagt die Kendall aus, diese Polizistin ist mir gegenüber handgreiflich geworden. Die Was ja dann sagen auch aus. Stimmt. So. Und da müsste ja eigentlich ein Kollege da vor Ort sein, der dann seine Kollegin... Also als Zeuge fungiert praktisch. Als Zeuge fungiert. Wenn dem nicht... Wenn, also genau. Du meinst aber eher so den Fall, dass Miss Kendall das einfach behauptet und die Polizistin ihn eigentlich gar nicht ins Gesicht geschlagen hat. Das, gut, also, ich aber... Ich glaube, in Deutschland wäre das sicher so, dass sie nicht alleine agieren dürfen. Das ist zum Beispiel... Kennst du diese Polizeiautos, diese Opel? Ja, Opel. Diese Opel? Wo meistens immer nur einer drin sitzt, der nur Streife fährt. Das sind meistens Stadtpolizisten. Ja, die fahren eigentlich nur Streife und gucken, dürfen auch niemanden anhalten. Dürfen dich nicht, weil die allein sind, weil die müssen immer zu zweit sein. In immer. Amerika ist es ja ganz anders. Ja, da sieht man ja auch immer diese Dashcam-Videos von den Polizisten, wie sie niedergeschlagen werden. Ja. Finde ich in Deutschland aber ganz gut, dass sie zu zweit sein müssen und jemanden absichern. Damit immer jemand helfen kann oder dass sie sich wahrscheinlich gegenseitig dann ihr Alibi verschaffen. Aber wir wollen jetzt nicht über damit sind wir fertig. Ja. War ein schönes Türchen. War wirklich sehr angenehm. Ja. Fand ich auch. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle Schluss und gehen ja zum Bahnhof einen Ersatz für Benjamin suchen, oder? Richtig, genau. Aber warte mal, will Benjamin vielleicht noch was sagen? Ja, der Meinung bin ich aber auch. Genau, Benjamin, das ist das wahrste Wort, was du jemals in diesem Podcast-Produktion gesagt hast. Auf dieser Note will ich es heute auch enden lassen. Komm los, das sind die besten Penner weg. Ja, okay. Tschüss.
Eine Rotz- und Wasserproduktion.